Ich höre noch nichts. Ich bin voll dran vorbeigerannt. Natürlich höre ich noch nichts. Ich hab's so drauf. Junge, Junge. So, da ist die Kiste. Na, na, öffne. Ah. Armbrust des Feldwebels. Ich habe die Armbrust des Gardisten. 150 Mittel langsam. 140 Mittel. Das gefällt mir besser. 10 Schaden weniger, aber dafür eine wesentlich kürzere Aufladezeit. Das gefällt mir doch sehr gut. Oh ja, die lädt schnell auf. Oh mein Gott, ist das gut. Ist das gut? Jetzt haben wir einen Sprengsatz. Da kann Mr. Hirsch kommen. Mr. Hirsch? Okay, Two-Shot, sehr schön. So, ein bisschen Geld. Und ich werde jetzt vom Anfang an den Weg durchgehen. Ich weiß gerade aber nicht, ob hier irgendwo ein Fass war. Oder war hier ein Fass? Wie wär's mit Nö? Wir reisen nochmal ganz kurz zurück. Ich brauche kurz ein Fass, um mich nochmal zu heilen und noch Sachen einzukaufen. Ein bisschen Munition und so ein Zeug. Und dann machen wir uns auf zu diesem komischen Lager da. Zum Dunkelheitslager. Ich weiß nicht genau, wie ich das nennen soll. Das ist das Problem. Finsteres Lager. Keine Ahnung. So. Das. Ich kann im Grunde den Typen auch leer kaufen jetzt. Einfach damit er nichts mehr hat. Soll ich einfach leer kaufen, also verkaufen? Das wäre voll die krasse Idee, oder? Komm, mach mal, mach mal. Ich bin manchmal so dumm, ne? So, das kann ich also verkaufen. Ist das nicht super? So, verwitterte Armbrust, außergewöhnliche Armbrust. Zack, zack, zack. So, guck mal. Dann kaufen wir den Rest hier noch. So. Das hat nur Consumables. Ich bin manchmal so dumm. Aber es ist mir scheißegal. Ich habe auch zu viel Geld, also was soll's. Ich weiß, was ich brauche. Gut. Gehen wir zurück. Und ja, werden dann mal da ins Lager schauen. Was vielleicht der letzte Akt in diesem Spiel sein wird. Einmal kurz auf die Straße. Ich sehe keinen Weg. Anscheinend bin ich gerade auf dem Weg. Auch wenn ich ihn nicht sehe. Passt schon. So, gib mir die Kurzbogen her. Um mich zu verteidigen, falls irgendwas kommt. Oh, wo gib mir die Armbrust. Wow, du bist nah. Herr, lad nach. Okay, ein Treffer. Hat jetzt wieder viel mehr Leben gekostet, als mir lieb wäre, aber okay, schieß durch. Das ist wirklich einmal zwei Köpfen. Warum hat er wirklich zwei Köpfe? Was soll denn das? Okay.
Jo, du, hast du irgendwas zu sagen? Zu deiner Verteidigung. Außer du verschwindest, wenn ich näher komme. Okay. Das ist merkwürdig. Das sagt mir gerade noch nicht so ganz zu, dass die alle so komisch im Kreis stehen. Okay, was passiert jetzt, wenn ich da reingehe? Ich sehe überhaupt nichts gerade, ne? Das ist wieder richtig super. Ich liebe meine Sonne draußen. Okay, nachladen einmal. Oh, seriously, dude. Stirb. Komm, geh mal rein in den Kreis. Tagebuch fortgeschrieben. Ein beeindruckender indianischer Kopfschmuck. Habe ich hier was angegriffen? Ach, da hinten stehst du. Die tun mir aber alle nichts. Jetzt hier Indianer drauf freigeschaltet. Was genau hat das zu bedeuten? Hier ist das Einkaufsding. Aber was kaufe ich ein? Für was kaufe ich ein? Taler. Ich hole noch die Kiste da hinten, aber was genau passiert jetzt? Die Schatten tun mir ja anscheinend gar nichts. Die Truhe ist leer. Muss nicht irgendeiner der Schatten mit mir reden können? Ja, Dudes? Irgendeiner? Hier, du guckst so, ne? Du auch nicht? Ah. Das ist jetzt doof. Muss ich in den Norden weiter? Ich bin gerade ratlos. Gib mir mal einen Blick ins Tagebuch. Irgendwo. Ich mache alles auf gelesen. Das hilft mir alles nicht weiter. Das sind die Personen. Okay, Anhaltspunkte. Das hilft mir jetzt alles nicht weiter. Ich habe das Indianer noch betreten und mein Tagebuch hat sich aktualisiert. Richtig? Richtig. Was sind die Briefe? Was sind Untersuchungen? Das ist jetzt echt merkwürdig. Wo genau muss ich mich denn jetzt hinbegeben? Ich meine, ich muss doch sicherlich
irgendwie. Auch wieder in die normale Welt kommen, oder? So meine bescheidene Annahme. Hier ist nirgendwo was. Wenn ich jetzt gerade genau wüsste, wo die brennende Frau war. Das wäre nicht lästig. Aber ganz ehrlich. Wenn ich genau wüsste, wo die war. Das hat sicher irgendwas mit ihr zu tun. Weil das unmöglich alles sein kann. Es muss ja irgendwo ein Ende geben. Irgendwo muss die Story ja einen Schluss finden. Ach, Dude, verschwinde. Oh, nur wo war die? Wo war sie, wo war sie, wo war sie? Das hat voll vergessen. Also bald habe ich alle Gegner irgendwie durch. Kann ich mir das nicht alles noch anzeigen lassen? Ja, nee, eben nicht. Ich gehe nochmal ins Dorf. Auch wenn die mir gar nichts zu sagen haben, was so ein bisschen blöd ist. Allem Anschein nach muss ich da wohl mal kurz recherchieren. Weil ich jetzt so gerade wirklich ratlos bin. Die Indianer hier tun nichts und ich kann mich nicht in die normale Welt begeben. Weil mir anscheinend das Glöckchen fehlt. Was sehr schade ist. Du bist nur ein Sprengsatz, ne? Ja, du bist nur ein Sprengsatz. Oder muss ich den Sprengsatz noch was machen? Irgendwas in die Luft jagen? Ah, wer kommt da jetzt schon wieder? Keiner kommt, okay. Wir machen nochmal Sprengsätze. Sprengsatz werfen B. Ups. Oder das war zu laut. Ja, wahrscheinlich kam ja die Geister auch nicht, klar. Stirb Geist. Und stirb du. Und du und friss. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mich mal kurz informieren, sonst sitzen wir noch jahrelang dran. Bis gleich. So, das Ende hier in dem Spiel scheint viele Leute zu irritieren, wie es genau weitergeht. Allem Anschein nach müssen wir jetzt zu Allison oder ihrem Vater, so wie ich das gelesen habe. Also werde ich mal ganz kurz zur Stätte gehen. Clement White. Ich fand eine brennende Frau gen Westen. Davon weiß ich nichts. Okay. Ihr grifft an, okay. Ihr grifft Allison Markley und Simon Holt an. Der Statthalter sagte, dass sie mit Indianerwaffen getötet werden müssen, damit es nach der Tat von Wilden aussehe. Ich erinnere mich, wie Simon Holt Pulver in den Lauf seiner Muskete schüttete. Das hat man schon. Das hatten wir auch schon gehabt. Okay. Tagebuch fortgeschrieben. Was hat sich jetzt im Tagebuch geändert? Personen.
Simon Holt. Clement White. Okay, Untersuchungen. Alison Markley, Fort der Hoffnung. Und zu dem müssen wir jetzt anscheinend. Zu ihr. So wie ich das sehe. Es ist sehr verwirrend alles. Muss ich ehrlich zugeben. Ich habe die Story auch noch nicht ganz verstanden von dem ganzen Spiel. Bin ich ganz ehrlich, ich habe die Story nicht kapiert. Aber allen Anschein nach müssen wir jetzt mit Allison reden. Was ist geschehen? Ihr stinkt nach Rauch, nach versenktem Haar und verkohltem Fleisch. Ich stieß auf eine brennende Frau in einem verderbten Wald tief im Westen. Ich erinnere mich. Sie weinte Rauch aus leeren Augen, als die Flammen sie verzehrten. Die Hitze ließ ihre Haut aufplatzen und das Fleisch färbte sich schwarz. Ist dies Tabithas Pfeilspitzenanhänger? Ja, sie trug ihn täglich, obschon sie darauf achtete, ihn vor unserem Vater geheim zu halten, wohlwissend, dass er es missbilligen würde. Und ich fand ihn in der Nähe der brennenden Frau. Sie brannte nicht, als ich sie fand. Und was geschah damals? Ich erinnere mich, durch den Wald zu taumeln, benommen von Angst und Trauer. Ich wusste, sie war nah. Ihr Gram zerrte an mir. Ich stolperte und fiel hin, als ich mir ein Schrei aus tiefster Kehle entwand. Der Erdboden war mit toten Vögeln bedeckt. Ich sah mich um und erblickte die verwesenden Leichname von Hasen und Wild und anderen Waldbewohnern. Und dann sah ich ein Indianerkind und seine Mutter, die sich noch im Tode fest umklammerten. Jenseits von ihnen waren noch mehr Leichen, ihr Fleisch geschwärzt, ihre Augen milchig und vor Schreck weit aufgerissen. Ich zwang mich weiterzugehen, trotz all des Grauens. Ich bahnte mir meinen Weg durch die Toten, abgestoßen von dem Gestank der Verderbtheit. Meine Schritte führten mich letztlich zu einem Pfahl. Ich sah, dass jemand an ihn gebunden war. Eine Frau, deren Kopf schlaff nach vorne hing, vollkommen nackt, mit dem Blut befleckt, das aus ihrem Körper ausgetreten war. Ich wusste sofort, dass es sich um Tabitha handelte. Ich stand vor ihr, erschüttert von dem Schmerz ihrer Verzweiflung. Ich hob ihren Kopf an und sah, dass man ihr die Kehle aufgeschlitzt hatte. Ich blickte auf all die hilflosen Wesen um mich herum, Tiere wie Menschen, die von dem Schmerz ihres Leidens angezogen wurden und letztendlich darin ertranken. Ich spürte die Dunkelheit, die von ihr ausging, sich von der Hoffnung nährend, die sie verzehrte. Ich wusste, dass dieser Hunger niemals gestillt werden könnte und nur noch unbändiger würde. Ich weinte lange, bevor ich Äste sammelte und sie am Fuße des Pfahles aufschichtete. Danach schickte ich ein Stoßgebet gen Himmel und entfachte den Haufen, die Flammen mit der Kleidung nährend, die man ihr vom Leibe gerissen hatte. Okay, also Tabitha hing also da an dem Pfahl, wurde schon umgebracht, dadurch, dass man ihr einen Hals aufgeschlitzt hat, und Allison hat dann den Körper verbrannt. Okay. Als die Hitze ihre Haut aufplatzen ließ, sich das Fleisch schwarz färbte und dunkler Rauch aus ihren Augen quoll, flehte ich sie an, Frieden zu finden. Ich flehte sie an, von ihrer Pein abzulassen, bevor sie uns alle verzehrte. Und dann spürte ich, wie ihre Qual in Zorn umschlug. Das Wehe des Verrats wurde vom Gekreisch von Verachtung und Rache. Die Bäume verwelkten und alles, was von ihrem Grimm berührt wurde, fiel zu Asche. Todes wie Lebendes wurde vom Feuer vernichtet, die sie verletzt hatten, die sie verlassen hatten, die sie geliebt hatten. Alle außer mir. Ja, sie ist die einzige Überlebende. Können wir irgendwas schenken? An Tabithas Leiden zu erinnern? Nee. Nee, wir geben ihr nichts. Okay. Meiner Ansicht nach wäre es jetzt das Sinnvollste, nochmal zur brennenden Frau zu gehen. Ich glaube, ich werde den Part aufteilen nochmal. Ich dachte nicht, dass jetzt noch was kommt. Deswegen werde ich keine Verabschiedung wahrscheinlich drin haben. Ich werde einfach irgendwo geschnitten haben, denke ich mal. So, man soll mit ihrem Vater reden. Wo zum Teufel ist der Vater? Tabitha Markley. Das ist jetzt die Frage. War James Markley der Vater? Genau, Vater Allison Markleys. Befindet sich im Fort der Hoffnung. Das heißt, der ist hier in der Anderswelt. James Markley.
Da war schon. Clement White griff Allison und Simon Holt an. Ich wusste mit einem Schlage, dass sie die verbotene Wildnis betreten hatten, obgleich ich es strengstens untersagt hatte. Ich schickte diese Männer hinter ihnen her, um sicherzustellen, dass sie nicht mehr zurückkehrten, da ich fürchtete, was sie zurückbrächten. Wovor hattet ihr solche Angst? Was glaubtet ihr, hätten sie zurückgebracht? Den Untergang unserer Kolonie. Das ist ein bisschen drastisch, okay. Und nicht zu vergessen, Allison fand Tabitha in der verbotenen Wildnis. Als Tabitha verschwand, ritt ich in den Wald, um nach ihr zu suchen. Ich fand sie auf dem Weg zum Indianerdorf. Es dauerte nicht lange, ehe sie mir die Wahrheit erzählte. Sie war in einen Pfahl entfesselt und entblößt. Ich riss ihr die Kleider vom Leibe, auf dass man die Schwellung ihres Bauches deutlich sehen konnte. Ein Kind, die Saat eines Wilden. Eines Wilden, dem sie sich bereitwillig hingegeben hatte. Es war ihr, der ihr die Kehle durchschnitt? Ja, auf dass die Schande, die sie über mich gebracht hatte, getilgt wurde. Oh, Dude. Okay. Der Vater hat sie also umgebracht. Boah, ist eine Familienfehde, ist das ein Alter? Ist ja ekelhaft. Aber okay, klar. Reißt der Vater, zieht der Vater eben kurz nackt aus. Ist ja auch nicht schlecht. Jemine. Ich ließ sie dort zurück, damit der Stamm wusste, dass wir unsere Frauen eher töteten, als sie den Willen zu überlassen. Selbst unsere eigenen Töchter. Was ein Penner. So, kein Bock mehr. Allison! Dein Vater schickte Clement White und Simon, um Simon und euch zu töten. Doch warum nur? Weshalb würde mein eigener Vater etwas derartiges tun? Er behauptet, befürchtet zu haben, dass ihr bei eurer Rückkehr Unheil über die Kolonie gebracht hättet. Vielleicht hatte er recht. Vielleicht tat ich genau das. Was, wenn all dies meine Schuld ist? Euer Vater tötete Tabitha. Ich fürchte, dass ihr dies sagen würdet. Ich denke, es war mir bereits bewusst. Ich spürte, wie sie starb. So viel Schmerz, so viel Furcht. Doch mühte sie sich verzweifelt zu leben. Und sie war schwanger. Mein Gott, doch wie kann das sein? Sie hatte mir nichts davon erzählt. Ich vermute, sie hat deshalb geweint. Sie glaubte nicht, dass ich es verstehen könnte. Und so rannte sie fort, wohlwissend, dass sie hier nicht bleiben konnte. Deshalb war mein Vater wohl so wütend. Darum konnte er sie nicht einfach nach Hause bringen. Er muss es Mutter angelastet haben. Er muss sich eingeredet haben, dass es ihre Schuld gewesen sei, dass er Tabitha hätte töten müssen. Was ist mit Tabitha? Ich glaube, dass ihre Qualen von der Angst und dem Leiden der Wiedergänger hier genährt werden. Die Geister zu befreien, die ihr traft, könnte sie in ihrem Zorn besänftigen. Gibt es eine Möglichkeit für euch, sie zu überzeugen, von dem abzulassen, was sie ihr hält? Ihr müsst es versuchen. Falls ihr sie aufsucht, bevor ihr sie befreit, wird es euch wohl weit schwerer fallen, sie zur Vernunft zu bringen. Okay, jetzt müssen wir also zu allen Geistern und die in den Himmel schicken. Die quasi befreien. Okay. Also haben wir jetzt eine Menge Action in der Anderswelt. Jo, Vater von Allison. Du darfst hier nicht länger verweilen. Ich wünschte, Philippa wäre mit der Wahrheit zu mir gekommen, als man Tabitha noch hätte retten können. Ich wünschte, ich könnte von meinem Schreibtisch aufblicken und meine Töchter in der Tür stehen sehen. Beide die guten Mädchen, die sie einst waren. Pflichtbewusst und ihrem Vater treu ergeben. Nicht durch Schwäche und Selbstsucht in eine Torheit oder ihr Verderben geleitet. Ich wünschte, es hätte keinen Grund gegeben, sie zu strafen. Okay, ich kann jetzt quasi in den Frieden schicken oder zu Qualen. Ist das egal, was ich mache? Das ist jetzt die Frage. Ja, was machen wir da? Ich fand die Taten von seinem Vater zwar nicht so toll, aber... Ich finde die Taten von dem nicht toll. Jetzt zerstört eure Familie und euren Stolz zu schützen. Doch es war umsonst, da man sich euer als feiger Mörder erinnern wird. Eure Grausamkeit hat euch zu ewigen Qualen verdammt. Ich habe keine Ahnung, welcher als das zu sagen. Sorry. Weg mit dem. So, bei den anderen Charakteren habe ich leider keine Ahnung, was genau ich mit dem machen will.
Aber allem Anschein nach müssen wir sowohl die Wraiths als auch die Schatten befreien. Ich denke, ich werde so einen Großteil schneiden, damit wir nicht ewig viel rumrennen sehen. Mal gucken. Mach ich, glaube ich, so. Osmond Ford. Ich bin mit dem noch nicht durch. Oh mein Gott. Isabel Emery. Euer Vater erinnert sich, wie er eure Zähren wegwischte. Soll ich jetzt alle Schatten so komisch reden? Nee, komm. Er sagte, ich solle lächeln. Er sagte, ich solle stark sein. Ich fand diesen blutigen Schal. Ich erinnere mich, wie er mit dem Gesicht nach unten im Dreck lag und ich über ihm kniete. Ich nahm meinen Schal ab und drückte ihn auf die Wunde, im Versuch, das Blut aufzuhalten, das aus ihm herausquoll. Er hielt seine Degenscheide fest umklammert. Ich sah, dass sie beschädigt war und dass die Waffe noch darin steckte. Er hatte sie nicht einmal gezogen. Er hauchte etwas, etwas Wichtiges. Es war der Name seines Mörders. Ich flehte ihn an, mich nicht zu verlassen, doch hatte er bereits seine Augen für immer geschlossen. Nach einer Weile zog ich den Stoßdegen und ging hinauf zum Fort, um Oswin Ford zu töten. Aha, das ist Oswin Ford. Isabel Emery versuchte also, euch zu töten. Ja, ich erinnere mich, wie die Männer sie von mir wegzogen. Die Klinge hatte meinen Gürtel getroffen, was mir eine schlimmere Wunde erspart hatte. Doch war der Schmerz dennoch gewaltig. Isabel verfluchte mich. Sie schrie, dass ich ein Mörder und ein Feigling sei. Ich erinnere mich, wie ich mein Schwert in Roger Emerys Rücken bohrte, woraufhin er seine Scheide fallen ließ und das Ortband abbrach. Ich sagte ihm, dass dies Unglück bedeutete, da es eine sehr elegante Scheide sei. Dann zog ich meine Klinge aus seinem Leibe und sah zu, wie er auf die Knie sank. Ich sagte ihm, dass er vor einem Zweikampf mit einem Manne, den er als Feigling und Hundesohn erachtete, allzeit wachsam sein solle. Andernfalls bettete er nachgerade um einen unehrenhaften Tod. Dann ließ ich ihn dort liegen und ging zurück zum Fort. Isabel muss ihn gefunden haben, als er noch lebte. Als den Hocker wegtrat, auf dem sie stand, spannte das Seil und sie baumelte am Tore, langsam erdrosselnd. Ich erinnere mich, wie Isabel ihre Hand öffnete und das Ortband zu Boden fiel. Ich riet ihr, Mut zu fassen, da ihr Vater sich freuen würde, sie zu sehen. Ich wollte, dass sie mich ansieht, doch tat sie mir diesen Gefallen nicht. Ich wollte ihr in die Augen blicken. Tja, Oswin, darf leider auch nicht mehr sein. Ich wünschte, er hätte einen anderen Mann zum Ziel seiner Beleidigung erwählt. Oder, dass sie mich nicht so schwer getroffen hätten. Alles, was Isabel keinen Anlass gegeben hätte, die Klinge ihres Vaters gegen mich zu erheben. Ja. Ich muss ihn auch in die Qualen schicken, ganz ehrlich. Er wurde beleidigt und bringt dafür Leute um, weil er beleidigt wurde. Da hätte ich wahrscheinlich den Vater von Allison eher in den Himmel schicken können dafür. Nope. Hättet ihr Roger Emery nicht wegen eurer bloßen Kränkung mit ermordet, hätte sie keinen Grund zur Rache gehabt. Eure Feigheit hat euch zu ewigen Qualen verdammt. Sorry. Isabel, darfst auch nicht mehr hier sein? Ich wünschte, ich hätte Oswin Ford vor meinen Augen sterben sehen können. Ich will den Lebenssaft aus ihm herausfließen sehen, wie er aus meinem Vater floss. Er soll bezahlen für das, was er tat. Rache ist auch nicht das Richtige. Nein, nein. Man kann nicht Mord mit Mord sühnen. Das geht auch nicht. Vielleicht in der damaligen Zeit, aber es geht nicht, nein. Indem ihr euch dem Rachedurst hingabt, anstatt Gerechtigkeit für euren Vater zu fordern, blieb euch weder das eine noch das andere. Eure Unbesonnenheit hat euch zu ewigen Qualen verdammt. Ich schick die alle in die Qualen, weil die alle doof sind. Oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt schneiden soll. Ich werde schneiden. Es dauert sonst zu lange, das ganze Hin- und Herlaufen. Wir haben so viele Gebiete zu tun noch. Ja, guck mal, hier sind überall Geister. Ich werde schneiden, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir bei den nächsten Geistern sind.